Und damit hallihallo und herzlich willkommen zurück hier zu einer neuen Folge Bus-Simulator hier auf der PlayStation 4. Mein Name ist der Bio, schön, dass ihr wieder da seid. Und wir haben unser erstes Management-System hier. Das sind unsere aktuellen Ziele, die wir hier machen sollen. Fahre die bestehende Strecke bei Nacht, Bus lackieren, neue Strecke erstellen. Fahre die neue Strecke, bestehende Strecke erweitern. Fahre die erweiterte Strecke. Das sind also jetzt die nächsten Aufgaben, die wir jetzt hier absolvieren müssen beim Bus-Simulator. Und es gab jetzt auch ein Update, 2.02 wurde jetzt released um die 300 MB groß. Mal schauen, was sich da getan hat. Von daher würde ich jetzt einfach sagen, wir fahren jetzt einfach mal. Fahrt starten, L1 plus R1 überspringen. Und ja. Ah, so können wir uns bewegen. Ich verstehe. So, die sollen wir jetzt erstmal bei Nacht fahren. Strecke gelöscht, Strecke bearbeiten, Fahrt starten, Fahrer zuweisen. So, hier können wir bei Nacht einstellen, Fahrt beginnen. Hier können wir nochmal pinken. Was ist denn Ping-Pong? Freie Fahrt. Was ist denn Ping-Pong? Das ist neu, das kenne ich nicht. Ping-Pong, freie Fahrt. Realistisch, Fahrkartenverkauf ist an und ja, dann würde ich sagen, Fahrt starten. Nächster Halt, Astor-Promenade. Wie war das? So. Ich brauche eine Fahrkarte. So, wie war das? So, einzeln, Standard, drucken. 2,80 Euro. Kommst du wieder? Oh nein, ich bin eingeschlafen. Kannst du eingeschlafen sein? Verarschen? Ich wollte gerade sagen, wie kann er eingeschlafen sein, wenn er gerade jetzt eingestiegen ist? Hallo? Ich hab so einen Hunger. Wie gesagt, ich muss dazu sagen, den Bus-Simulator habe ich echt auf dem PC nur begrenzt gespielt. Ich fühle mich, als hätten wir gestern im alten Sägewerk durchgefeiert. Ich bin hundemüde. Also ich muss sagen, von der Performance her gibt es da echt nichts zu bemängeln, ne? Ich brauche mehrere Fahrkarten. Also, Woche. Oh. Woche. Standard. Danke. Genau.
Ja, ja, es ist natürlich kein Vergleich mit Omsi, also das kann man wohl sagen. Aber das ist halt schön, dass es jetzt auch mal so eine Simulation jetzt für eine Konsole gibt. Das finde ich doch eigentlich ziemlich cool. Jemand, der jetzt vielleicht jetzt nicht so mit Rechner jetzt unterwegs ist. So, kehre nun Bus zum Optionsmenü. Ah ja, stimmt, da war ja was. So, das können wir wegmachen. So, achso, hier sehen wir die Missionsziele. Bus lackieren. Können wir mal machen. Busdepot. Können wir uns gleich mal hier den Bus lackieren. Meine Busse, Citaro. Benutzer definiert, Werbung. Skins. So. Wahnsinn. Ich kann ja ein Postlogo nehmen. Anwenden. Und bis wir jetzt schon das nächste jetzt abgeschlossen haben. Genau, eine neue Strecke erstellen. So. Achso. Was ist denn mit meinem Joystick nicht in Ordnung? Ja, verwerfen wir nochmal. Irgendwas hat er jetzt hier gerade falsch gemacht. So, warte mal. Sinnvoll planen. Allerdings nicht sinnvoll geplant hier. Das gefällt mir nicht. So, ne? Das kann man lassen. Ja. Sieht auf jeden Fall interessant aus. Ist deine AG auch mit einem Logo vertreten? Aktuell nicht. Ui.
an Dresden gibt. Das hat der Titel für das Spiel. Ja, ich wollte es danach machen. Interessanter Titel für das. Ich muss das ja alles versteckt aufnehmen. Astralschild hat sich verändert. Das ist großartig. Kommt danach. Was genau, Fasus sagt gerade, ich muss noch aufnehmen. Können ja jetzt hier nicht anfangen rumzuschlampen. Ja. So. Allerdings nicht bei Nacht, bitte. Ich hasse Nachtsfahren. Nein! Warum hat das nicht verändert? Bitte eine Fahrkarte haben. Muss das sein? Einmal Tag, Standard. Danke. Was ein Update von der Switch zu PS4 so an dem Spiel verändert. Ja, ne? Ich sag ja, wir sind 2.02, ne? 2.02. Aber habt ihr es denn früher gespielt hier, den Bus-Simulator, wo das für den PC damals erschienen ist? Ich muss dazu sagen, wir streamen das Ganze, weil ich das noch aufnehmen musste. Weil ich es sonst zeitlich nicht anders schaffe. Und von daher hat der Stream natürlich einen anderen Titel. Und deswegen sind hier ein paar Leute dabei und da frage ich jetzt gerade, ob die Herren das Spiel auf dem PC gespielt haben. Blinker korrekt gesetzt. Na, schau mal einer an. Nö, nur Omsi und Lotus. Joe schreibt ein bisschen. Ich denke, ich brauche mehrere Fahrkarten, bitte. Woche Senior. Genau, Alter. 2, 4, 6, 8. Danke. Naja, wie ein Senior sahst du mir aber noch nicht aus, Keule. Zebrastreifen war. Ja, schon mal gespielt, aber schon lang. Wie gesagt, ich habe das damals zum Release halt auch ganz kurz gespielt. Und es spielte sich halt wie der erste Teil halt nur ein bisschen anders, weil es gab halt ein paar mehr realistische Busse. Stadt hat sich ein bisschen verändert. Aber sonst eigentlich hat sich hier an diesem Spiel gegenüber den ersten Bus-Simulator echt wenig getan, halt auf dem PC. Zum Beispiel auch wieder ein Spiel, was nicht modbar ist. Ja, das ist dann natürlich immer schade. Die Fahrkarten bitte. Ja, das können wir mal machen. Augenblick. Na klar. Hier ist die Fahrkarte. Augenblick. Klar. Klar. Alle Tickets bei. Warte mal. Hier, bitte. Ich kann nämlich hier auch Kontrolleur spielen. Das ist zum Beispiel das Coole, wenn du das Ganze dann halt im Koop spielst, ja, dann kann der eine Fahrer sein, der andere kann dann hier Tickets kontrollieren.
Hab grad eine Nachricht bekommen. Was ist Beethovens Lieblingsfrucht? Ananas. Aha. Was soll mir das jetzt sagen? Ananas? Ich glaube, das ist zu hoch für mich, dieser Witz. Ich glaube, das funktioniert nicht. Das ist nicht plattformübergreifend. So, Oma, dich kontrollieren wir doch gleich mal. Wo hab ich denn? Ach, hier. Hier ist die Fahrkarte. Und hier ist ein Foto meiner Katze. Sie heißt Mouncy. Hab ich Ihnen schon gezeigt. Der Witz bezog sich auf die 5. Sinfonie von Beethoven. Der klang an der einen Stelle so ähnlich, aber das ist Fachwissen aus dem Leistungskursmusik. Ja, okay. Schon wieder. Ich fand halt die Fahrten, die sind immer so kurz, ey, am Anfang. Und hübsch ist es auch. Also das muss man mal lassen. Das hat die Unreal 4 Engine, ne? Die Witze sind oft, naja. Ah, wir waren mit einer Hupe. Naja, Track AR geht nicht auf der PlayStation. Wir haben ja noch einen Bus freigeschaltet. Wundervoll. Ja, Leute, damit würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn es weitergeht mit einer neuen Folge Bus-Simulator. Also unbedingt beim nächsten Mal wieder einschalten. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst ein Like da, würde ich mich sehr drüber freuen. Damit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Ciao.